Also BMW hat dann schon immer Zeichen gesetzt. Das war schon eine tolle Zeit. Aber wenn man es erlebt, ist man sich das nicht bewusst. Die Passion ist bei mir heute noch in einem Alter, wo man möglicherweise im Lehnstuhl sitzt oder im Ohrenfauteuil sitzt, noch so groß, dass ich eigentlich für den Motorsport jedes Opfer bringen würde. What I really love for my job is this continuous research of the limit. Because the limit does not exist. Ich glaube nicht, dass es da wirklich ein Limit gibt. Das ändert sich von Jahr zu Jahr. Es ist mehr wie ein Zeitraffer. Es ist eigentlich im D-Zug-Tempo, muss man sagen, gell? Also wir hatten eine fantastische Zeit bei BMW, eine sehr intensive Zeit. Wir hatten ein fantastisches Team, hochmotiviert. Wir konnten Berge versetzen und wir haben sehr, sehr viele hochinteressante Projekte umsetzen können und verwirklichen können. They probably know what the future is better than me. I just hope I get given the keys to try a few more cars in the future. You had to dedicate your life to racing, and it doesn't mean you can't have a family and you can't be a good human being, but it is a dedicated life. I had a privileged life racing for a living for 21 years, and the best part was 11 of those were BMW. Die ganze Zeit, wo ich da bei BMW verbrachte, die war unglaublich menschlich. Das war für mich mit Sicherheit wohl die schönste Zeit im Motorsport. So Namen wie Winkelhock, Stuck, Cecotto, Ravaglia, ist ein Traum irgendwie mit denen in derselben Familie zu sein. So vieles erlebt zu haben, hart gearbeitet, auch so viel gesehen haben, einfach Erlebnisse, Leute. Also möchte ich, kann ich nicht missen. Wehmut nicht, Freude überkommt mich, wie schön es früher war. Heute ist es anders, finde ich auf diese Art und Weise auch schön. Also ich für meinen Teil schließe damit ab und sage, es war eine irrsinnig gute Zeit. Ich habe keine Minute zu bereuen. Ja gut, aber wie sagt man da, jetzt ist es vorbei. Da bleibt eigentlich nur noch die Erinnerung. Aber ist auch ganz schön. Surf big waves, ride big motorbikes and drive fast cars. What more can you have in life?